Disney Presents A Game by Bethesda Softworks and Akella irgendwas, einer russischen Firma, die Sea Dogs 1 gemacht hat. Und hier auch teilweise Sea Dogs 2. Was heißt teilweise? Ja, weil Bethesda hat das doch übernommen, denke ich mal. Egal, mit diesen Worten melde ich mich zurück. Boah, die letzte Aufnahme dieses Let's Plays ist vom, ja, von Ende circa August letzten Jahres. Da habe ich zuletzt aufgenommen. Oh Gott, sogar Ubisoft hatte seine Finger im Spiel, die habe ich auch noch vergessen. Ja, Ende August letzten Jahres habe ich zuletzt Fluch der Karibik aufgenommen. Und ja, wegen Synchroarbeiten kam dann der letzte Upload zum LP so November oder so um den Dreh rum. Und ja, ich möchte mich für diese lange Wartezeit wirklich entschuldigen. Und ich hoffe, ich kann euch mit, dass ich jetzt wieder aufnehme, besänftigen und ja, euch glücklich stellen. Ja, das will ich tun mit Let's Play Pirates of the Caribbean. Und ja, was gibt's zu sagen? Nicht viel. Zur Story sagen wir jetzt gleich was. So, ich tue den Regler immer hochdrehen, weil die drehen sich immer ab, denke ich mal. Okay, ich habe ja jetzt einen neuen PC und ja, ich habe erfolgreich meine Spielstände vom alten PC hierher importiert. Genau wegen der Importierung ist jetzt die Reihenfolge der Save Games durcheinander. Das müsste sein, wo wir zuletzt aufgehört haben, wo uns Fraps, warum auch immer, unterbrochen hat. Das Programm hat einfach seine Macken und hat ruckelig nur noch aufgenommen. Und ja, Redmond, 18.25 Uhr. Was passierte zuletzt? Governor Seilhardt hat uns zu unserer Mission belohnt und beglückwünscht auf unserer Mission auf Oxbay, genau. Und jetzt haben wir auch nebensächlich diese Mission von dem Werftbesitzer Thomas irgendwas oder so. Den Namen gucken wir gleich. Und ja, wir sollen eine Truhe für ihn nach Redmond transportieren. Da sind wir stehen geblieben. Und noch etwas. Warum Pyro's Dash bei dem Spielstand nicht mehr dabei ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist er jetzt storybedingt mal kurzer Zeit außer Betrieb? Ist er gestorben oder ist sonst was passiert? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, zuletzt gezockt im August. Meine Erinnerungen dazu sind verblasst. Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwas ist geschehen. Das wisst ihr vielleicht. Ich nicht mehr. Und ja, laden wir unseren Spielstand. Spiel wird geladen. Okay. Und ja. Zuerst einmal muss ich die Grafik des Spiels loben. Seht euch nur das tolle Haus des Governors an. Ja. Doch, die Grafik habe ich bestimmt schon mal gelobt. Aber ich muss es auch mal im Detail zeigen. In der Ich-Perspektive alles zeigen. Mann, ey, als ich 10 Jahre alt war und das Game gezockt habe, wie lebendig es war, im Sommer das zu zocken. Man fühlte sich mittendrin. Ja, klasse Game. Also Atmosphäre finde ich spitze. Die Grafik war damals State of the Art. Und ja, unsere Mission war, sich hier in der Taverne auszuruhen. Kurzer Blick auf das Abenteuerbuch. Die Befehle von Seilhardt waren, oh, Redmond ist überall geschlossen. Wir sollen in der Taverne auf seine Befehle warten. Okay. Und ja, unsere Nebenquest ist von Owain McDowey, die seine verschlossene Truhe nach Redmond zu bringen. Gut. Das ist ja der Gefallen, dem wir ihm tun, weil er uns ja vor der Verhaftung bewahrt hat. Und ja, wo uns hier Fraps aufgehalten hat, zocken wir jetzt einfach weiter. Gehen wir in die Taverne. Keine Beute, nichts im Sack, was, Kamerad? Hey Junge, ihr habt etwas, das uns gehört. Wenn ihr uns die Truhe freiwillig gebt, dann lassen wir euch sogar am Leben. Welche Truhe? Die ihr aus Oxbay hierher gebracht habt. Gebt sie her,
Sie gehört uns. Verdammt, ich habe sie schon fast bis ans Ziel gebracht. Ha! Das tut mir ja wirklich leid. Und jetzt haltet die Klappe und gebt uns die Truhe. Das werde ich nicht tun. Versucht sie euch doch zu holen. Eure Waffen können uns nichts anhaben. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Dann macht euch bereit zu sterben. Ihr seid verdammt, die nehmen keinen Meine Schaden. Leute, nichts im Sack, was, Kamerad? Nun, seht ihr, dass ihr uns nicht besiegen könnt? Ich biete es euch ein letztes Mal an. Gebt uns die Truhe. Oder wir töten euch. Aber das ist unmöglich. Ich kann meinen eigenen Augen kaum trauen. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr uns nicht töten könnt. Nur die Ruhe, Junge. Ihr werdet euch sicher einen antrinken und die Sache vergessen. Und jetzt her mit der Truhe. Ah, zur Hölle damit. Nehmt sie euch. Ja, wir werden gehen. Eins verrate ich euch jedoch. Dieser Bursche, in dessen Auftrag ihr die Truhe abliefern solltet, hat euch ganz schön hereingelegt. Wir könnten euch mit Leichtigkeit töten. Das ist doch... Was war das jetzt? Ich hab doch meine Klinge ihm in die Brust rein gestochen. Ich versteh's nicht. Vielleicht sollte ich mir wirklich einen antrinken, wie die das gesagt haben. Oh Gott, ey, ich hab am besten nichts mehr damit zu tun. So. Irgendwie ruhig hier. Immer ein Vergnügen, Captain. Hey, wartet mal, seht mal, wie wir hier haben. Das ist ja eine Fangirl. Wie ist es euch so auf See ergangen? Nicht übel. Was macht ihr und Daniel denn hier? Bianduin, wir haben hier etwas zu erledigen. Wenn ihr interessiert seid, solltet ihr vielleicht Captain Daniele fragen. Das werde ich vielleicht tun. Daniel, was macht sie denn hier? Enchanté, Capitaine. Hallo, Nathaniel. Euch hatte ich gar nicht erwartet. Ich bin genauso überrascht, euch zu sehen. Das könnt ihr mir glauben. In letzter Zeit können wir irgendwie nicht voneinander lassen. Ich sehe nicht, was daran so komisch ist, Nathaniel. Geht doch jemand anderem auf die Nerven, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Ihr wollt eure tiefe und unvergängliche Liebe zu mir immer noch nicht zugeben, wie? Sei's drum. Wenn ihr lieber allein sein möchtet, lasse ich euch eben allein. Zuerst einmal müsst ihr uns besiegen. Hä? Was geht hier vor? Das geht euch nichts an. Ihr Mistkerl, widersprecht einem Offizier nicht. Redet nicht in diesem Ton mit mir, Bauer. Ah! Ah! Legt eure Waffen nieder. Damit kommt ihr nicht durch! Ah! Hallo, mon ami. Ralph ist tot. Jemand wird dafür bezahlen. Tut mir leid, das zu hören. Ralph war ein guter Mann. Euer Mitgefühl könnt ihr euch sparen, Nathaniel. Ich brauche es nicht. Wie ihr meint. Aber warum haben diese Soldaten uns plötzlich angegriffen? Ich kann mich nicht erinnern, mit den Engländern Streit zu haben. Wie steht's mit euch? Es geht euch nichts an. Auf jeden Fall werde ich die Engländer eine Weile meiden. Ich werde diese Stadt verlassen. Und euch empfehle ich das auch. Wartet! Nein, Daniel! Mein Gott, Frauen halt. Oh oh.
Ihr seid verhaftet, Sir. Bitte kommt mit uns. Wenn die Chancen besser stünden, wäre ich nicht so kooperativ. Aber gut, nehmt mich mit. Ich bestehe allerdings darauf, dass der Gouverneur von meiner Verhaftung unterrichtet wird. Schließlich arbeite ich für ihn. Ihr seid nicht in der Lage, irgendetwas zu verlangen. Kommt mit uns. Teufel,